Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti, wenn man neulich eine neue Folge StarCraft 2 mit mir, mit dem Mutti-Bär gegen einen Terraner, wollte ich gerade sagen. Zerg-Spieler schon wieder. Auf Fraktur LE, eine schöne Ice-Map, aber ich viel lieber gegen Zerg auf dieser Map als gegen Terraner, weil bei Terranern sieht man zum Beispiel über den Liberator und den Kreis nicht. Was mich absolut nervt mit dieser Map. Ich finde, man müsste das irgendwie grün hervorheben, so wie hier die Markierung von meiner Base. Das wäre optimal. Oder rot. Auf jeden Fall anders, wie es jetzt ist. Oh, jetzt habe ich vertippt schon wieder. Weil auf weißen Maps sieht man das einfach nicht. Das ist einfach nicht schön. Wie soll man da auch Micron können? Map mag ich wieder nicht irgendwie zuzumachen. Ist das nicht so schön zum Zumachen? Wenn wir Glück haben, können wir noch hier die Exit hinein. Wenn wir Pech haben, kommt da jetzt ja, ein bisschen später. Aber ziemlich frühes Gas schon. Hat das Gas ein bisschen früher genommen. Nee, kein Pool. Doch schon Pool genommen. Ups, da kommt die Echse fast zu spät. Der Sonde wieder ein bisschen rumgespielt. Ne? So, kriegen wir es so schön zu. Ja, das ist schön zu, oder? Ich hoffe. Keine Extra genommen. Shit. Ich hätte gewusst. Ich muss noch mal eine schicken. Nur um zu gucken, ob er geäxt hat. Nicht, dass wir gleich von Lingen überrannt werden. Was öfters mal mir passiert. Ne, hat er geäxt. Er baut auch Drohnen. Gucken, ob er schon eine dritte genommen hat. Ich weiß nicht, ob die Base da dicht ist, aber egal. Ich bin hier. Oh, ein Overlord umsonst. Doch nicht. Das sind ein paar mehr Dinge. Das sind ein paar viele Mehrlinge. Ja, Exekutor. Was ist euer Beginn? Gebt uns den Mann. Faszinierend. Niemand entgeht dem Tod. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Da kommt auf jeden Fall ein Bang im Bass. Nur
Gläubigen fürchten nicht. Vorwärts! Auch nicht. Ich habe natürlich jetzt dadurch. Ich bin das. Wir sind ein. Ihr seid auf mich an. Wir dienen. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ayur wird an. Auf jeden Fall viel mehr Vespim-Gas, weil. Kalt, was ist euer? Ihr seid auf mich an. Und hier oben der Overlord auch noch ist irgendwo. Werden wir gebraucht. Da ist er. Da unten steht noch einer. Gesehen hat er nicht hier. Und ich habe viel zu viel Mineralien. Viel zu viel Mineralien, zu wenig Gas. Brauch langsam mal eine vierte, eine dritte. Ich sehe auch meine DTs nicht. So eine dritte hat er noch, eine vierte hat er noch nicht. Hat auch viele Roaches. Da brauchen wir auf jeden Fall viele Unsterbliche langsam. Forschung abgeschlossen. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich komme aus dem Schatten. Nein! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Unbedingt Upgrades, aber hätte noch keine Vierter. Hat er verdammt viele Roaches gehabt. Wenig Gas, warum denn? Wir sind die Hier müsst zusätzliche Ach, warum arbeiten die nicht? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Warum geht er nicht da runter? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Nun gut, ihr seid mich an. Ihr habt
brauche noch einen Storm. Mein Leben für Ajur. Für Artan. Shitty, shitty, shitty! Hat schon 2-2er Upgrade. Naja, schade. Da fehlte der Storm. Kam zu spät. Das Templar Archive. Viel zu spät. Na gut. Ich muss das auf jeden Fall viel früher setzen. Definitiv. So, an sich war es gar nicht so schlimm. Wie gesagt, hätte der Storm gefehlt. Wenn es Storm gehabt hätte, hätte er da eigentlich verloren. Auch mit 2-2er Upgrade. Egal. Was? 300 APM hat er gehabt. Was? Naja, weird. Egal. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Euer Multibier. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.